Hallo Freunde, willkommen zurück zu diesem Video der Flaschenpost hier bei uns auf dem Kanal. Ja, wir wollen euch nochmal einen Überblick verschaffen über die Punkte zum Wochenende bzw. einen Ausblick geben auf nächste Woche. Wir haben euch wieder 4 Punkte zusammengetragen. Außerdem haben wir mal wieder den Punkt Community Turniere dabei. Die haben wir jetzt im Forum gefunden, beziehungsweise in dem Help Me Discord. Da möchten wir euch gerne mal darauf hinweisen. Es gibt ja den einen oder anderen von euch, der gerne an Turnieren teilnimmt. Und vielleicht ist das eine oder andere passende für euch dabei. Ja, fangen wir gleich dann oben an. Entwicklungsblock ist ja immer wieder eine beliebte Rubrik bei uns hier. Da gab es am 19. September den erste Info. Hurz hat ein CV Rework Gameplay veröffentlicht, und zwar ist das ein Kampf gegen sich bewegende Bots. Ist nicht von ihm selber gefahren, sondern wurde ihm quasi zugespielt oder der Link wurde ihm weitergegeben. Wir haben den aufgegriffen, bei uns auf der Facebook-Seite veröffentlicht, sodass ihr ihn auch dann sehen könnt, wie sich der aktuelle Arbeitsstand sozusagen befindet. Das ist alles auch noch sehr, sehr früh im Stadium. Auch da ist noch alles Work in Progress und Subject to Change. So, und dann kommen wir zu Punkten, wo es nicht so viel zu erzählen gibt. Darum erzähle ich euch oder zeige ich euch mal so ein paar Bilder aus dem bevorstehenden Halloween-Event und erzähle euch nebenbei die neuen Sachen. Nämlich gibt es eine Überarbeitung des Hydro- und Nebelwerfer. Da gab es eine deutsche Übersetzung von uns wieder zu diesem Punkt aus dem Entwicklungsblock. Und zwar hieß es da, dass alle Schiffe ein standardisiertes, vereinheitlichtes Verbrauchsmaterial bekommen. Und auch der Nebelwerfer wird angepasst. Und da hieß es, dass die Standardwerte des Hydros von von T4 bis T7 verändert werden. Schiffsdetektion auf 4 Kilometer, Torpedodetektion auf 3 und alle Schiffe von T8 bis T10 auf 5, respektive Torpedodetektion auf 3,5 Kilometer bekommen. Und dann eine Abstufung, denn der deutsche Hydro ist ja ein anderes, ein besseres sozusagen, dass alle Schiffe von T4 bis T7 5,5 Kilometer die Schiffe aufklären und 3,75 Torpedos. Und dann gibt es die T8 bis T10 Schiffe, die 6 Kilometer die Schiffe aufklären und 4 Kilometer den Torpedo aufklären. Darunter steht, und das stand auch wortwörtlich so in dem Entwicklungsblock drinne, Nebelwerfer für alle amerikanischen Schiffe 30 Sekunden. Die Überlegung ist jetzt, oder die Frage ist jetzt, was meinen die damit? Die Auswurfzeit oder die Stehzeit? Ich denke, dass das wahrscheinlich so weit wie eine Auswurfzeit sein wird. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Nebelwerfer bei den Amerikanern, der doch grundlegend ist aufgrund der Gun-Charakteristik der amerikanischen Zerstörer, plötzlich auf 30 Sekunden verringert wird. Von daher, da habe ich jetzt keine aktuelle Info zu. Könnte durchaus sein, dass sich da inzwischen schon irgendwo Informationen befinden, die ich noch nicht kenne. Wenn ihr sie habt und wisst, wie die 30 Sekunden gemeint ist, wenn ihr es besser wisst, dann schreibt sie einfach hier entweder unter den Entwicklungsblog-Artikel bei uns auf der Facebook-Seite oder gern auch unter dieses Video. So, dann geht es gleich weiter. Der Matchmaker soll überarbeitet werden oder wird getestet, und zwar im Koop-Bereich erstmal. Jetzt sind nicht mehr als 4 Schlachtschiffe und mehr als 4 Zerstörer in einem Kampf erlaubt. Außerdem sollen wohl irgendwie neue, Übersichten im Spiel integriert werden, nämlich Kalender. Und da soll es dann auch jetzt gerade aktuell für neue Spieler eine bessere Übersicht geben. Und also sie haben es Kalender genannt. Warum auch immer, ich kann mir jetzt noch nichts ganz Konkretes darunter vorstellen, ob dann da irgendwie bessere Sachen eingeblendet werden oder so eine Sachen. Also das ist das Einzige, was für mich einigermaßen logisch klingt. So, und der nächste Punkt ist, und das ist auch so eine Sache, die ist in Entwicklung, wird getestet, kann sich also alles noch ändern, wird drüber nachgedacht, könnte man auch sagen, ja, dass Schiffe der Stufe 5 in Ranglistenkämpfen hinzugefügt werden. Und zwar sollen diese Ranglistenkämpfe kürzer dauern als üblich, also nicht einen Monat lang oder 2 Monate lang sogar, sondern eben, keine Ahnung, vielleicht nur 14 Tage, 10 Tage, irgendwie sowas. Formate, die möglich sein sollen, Tierstufe 5, also gerade sehr anfängerfreundlich gemacht, und dann 6 gegen 6 oder eben 8 gegen 8. League of Seawolves ist deaktiviert in der Zeit. Ja, und es ist halt gerade für frische Leute geeignet, aber es kann prinzipiell jeder dran teilnehmen.
Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und der nächste Punkt ist die Torpedowarnung. Ihr habt ja in der letzten Zeit schon mitbekommen, oder ich auch in meinen Gefechten regelmäßig, dass Torpedos da durchs Wasser flutschen und ständig hat man irgendwie auch mal eine Situation, wo man denkt, was ist hier eigentlich los? Man hat einen Fehlalarm, ja. Man denkt, die Torpedos sind nah dran, will reagieren, kriegt eine mit, die sind gar nicht, das sind ja gar nicht relevant für mich oder wie auch immer. Ja, und es wird jetzt in den Algorithmus die Wahrscheinlichkeit von Schäden einberechnet. Und die berücksichtigt jetzt die Geschwindigkeit und Richtung des eigenen Schiffes und des Torpedos und setzt es in Verhältnis. Ja, und wenn er weit genug weg ist, dann erscheint diese Anzeige eben informativ. Hier heißt es 3 Kilometer. Und wenn er sich dann, wenn ihr euch mit dem Schiff weiter in die Fahrt, voraussichtliche Fahrbahn des Torpedos sozusagen reinbewegt, umso informativer wird die ganze Geschichte, bis rot gefährlich, ja, dass ihr dann direkt Gefahr lauft auf diesen Torpedo aufzufahren. Das finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Da freue ich mich schon drauf, dass das dann integriert wird. So, dann geht's weiter. Und dann sind wir auch schon so gut wie beim Halloween-Event angekommen, aber noch nicht ganz, weil dann eine Menge Nachfragen in der Community entstanden sind bezüglich der Hydroakustik und auch der Premium-Schiffe, die nämlich nicht deutsche sind, sondern eben also alle anderen Schiffe, die außer die deutschen Schiffe. Und da ging es dann zum Beispiel auch um die Luoyang, die ein ganz anderes, spezielles Hydro hat. Und da hatten sich viele Leute von euch da draußen auch schon Sorgen gemacht, dass das Ding jetzt extrem genervt wird. Daraufhin wurde dann Folgendes hier nochmal veröffentlicht. Die Aufklärungsreichweite von 5,5 gegen Schiffe und 3,75 gegen Torpedos ist jetzt für folgende Schiffe vorgesehen. Work in progress, kann sich alles noch ändern. Karlsruhe, Königsberg, Nürnberg, York, Graf Spee und dann eure Luoyang, also der T8-Schiff, da wird es quasi dann nicht mehr so stark beeinflusst sozusagen. Und dann gibt es die Schiffsortung 6 Kilometer und Torpedoortung 4 Kilometer für den Friedrich den Großen, Kurfürst, Hipper, Rohn, Hindenburg, Prinz Eugen und Z52. Für den Kurfürsten zum Beispiel ist das durchaus sogar ein kein Nerf, sondern ein Buff, weil ihr dadurch sogar ein bisschen weiter gucken könnt mit eurem Hydro. Und dann geht es nochmal weiter. 4 Kilometer Schiffsortung, 3 Kilometer Torpedoortung für die Graf Zeppelin. Die hat man ja schon fast wieder vergessen, den Flugzeugträger, der Hydro hat. Ja, die Ernst Gede T6 Zerstörer, Lebericht Mars T7 Zerstörer und wieder T6 T61. Die haben also 4 Kilometer Schiffsortung und 3 Kilometer Torpedoortung nach diesem Konzept hier. Und dann gibt es die Aufklärungsreichweite 5 Kilometer gegen Schiffe und 3,5 Kilometer gegen Torpedos bei der Bismarck, der Z23, der Z46 und der Z39. Und schon ist das alles ein bisschen, ja, auch angepasst, sage ich jetzt mal, und entspricht doch dann nicht mehr ganz zu dieser Vereinheitlichung, wie ich persönlich finde, weil es doch ein paar Sachen gibt, die dann irgendwie Ausnahmen sind, die man sich dann doch wieder merken müsste, wenn es denn so kommt. Das ist ja die nächste Sache, das ist ja jetzt alles super Test, das kann sich also immer noch ändern. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich will es bloß nochmal wiederholen, das ist noch nicht final. Ja, dann kam es vor 21 Stunden aktuell zu den Bildern, die ihr jetzt hier auch schon die ganze Zeit seht. Zwei Missionen wird es geben, Saving Transylvania, das ist quasi die Geschichte, die wir die letzten beiden Jahre auch schon jedes Mal da hatten. Und A Sunray in the Darkness ist die zweite Aktion. Jetzt wird hier gesagt, dass die Balance weitestgehend unverändert bleibt und ja, der Nebeleffekt aber deutlich verbessert wird. Also diese Wand, die sich da ausbreitet. Das ist das, was wir im letzten Jahr schon gespielt hatten. Ja, und das Interessante, darum haben wir jetzt hier auch die Bilder nochmal eingeblendet, ihr spielt eben mit U-Booten oder habt die Möglichkeit, die U-Boote zu fahren. Es wird 5 verschiedene geben. Seelöwe, Schwertwal, Barracuda, Gerflacon und Krona. Oder Kroja, Kroa. Und ja, da wir wissen ja schon aus den letzten Tagen, dass es definitiv so sein wird, dass die Boote unterschiedlich sind. Also es gibt eben leichte Boote, die wenig Schaden machen, aber dafür wendig und zügig sind. Und gibt U-Boote, die größer sind, dafür träger, aber mehr Schaden anrichten können. Also muss man mal gucken, was das richtige U-Boot für einen ist. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, das mal so zu gestalten. Ja, ihr seht dann nebenbei jetzt ja auch bei den Bildern schon die Sondertarnung für
die verschiedenen Schiffe, North Carolina, Mogami, Kiew und für die Z-23, die dann da auf dem Dampfer raufgebaut werden können. Der Container, die Container wird es auch wieder geben, also die ganze Geschichte. Außerdem gibt es dann noch neue Erfolge. Zum Beispiel gibt es den Erfolg, den ich persönlich interessant finde, für den Abschluss aller drei Operationen in Halloween, also 2016, 2017 und 2018. Wenn ihr das alle drei Jahre mit 5 Sternen schafft, gibt es The Warrior of the Light, also den Krieger des Lichts. Und ja, ich glaube, ich habe es letztes Jahr nicht mit 5 Sternen geschafft. Von daher werde ich diese Belohnung wohl nicht bekommen können. Ja, und dann gibt es natürlich wie immer die Halloween-Container, Standard und Premium. Das haben sie hier auch nochmal erwähnt. Das ist der aktuelle Stand aus dem Entwicklungsblock. Jetzt nehme ich euch mal die Diashow weg. Und wir kommen jetzt dann schon zu den verschiedenen Turnieren. Und ja, das ist ein Turnier, dieses RQL Shipstorm Saturday, so rum. Ja, findet am 6.10. statt. Alle Informationen haben wir euch jetzt hier auch nochmal eingeblendet. Gibt es auch dann bei uns hier auf der Facebook-Seite. Geht man einfach rauf. Da sind die ganzen Links auch nochmal verteilt. Ich scroll hier mal ein bisschen hoch. Das ist dieses hier. Ja, da sind dann die Links zu der Seite, die ich euch gerade gezeigt habe. Zum Organisations-Discord geht es dann auch hier. Und zum Help-Me-Discord, wo wir diese Turnier gefunden haben, haben wir euch auch nochmal einen Link hingepackt. Also, wie gesagt, ist eine nette Sache. Und vor allen Dingen kann man hier auch wirklich was gewinnen. 3.500 Dublonen, wenn denn dieses Spendenziel erreicht wird. Also von daher, ich weiß gar nicht, wie es da jetzt aussieht. Ich habe da nicht geguckt, wie der aktuelle Stand ist. Schaut einfach mal vorbei. Vielleicht ist es ja einfach was für euch. Und ja, viel Spaß bei dem Turnier, wenn es euch interessiert. So, der nächste Punkt ist dann eben der Geschlechterwettkampf. Das große WoWS-Geschlechterwettkampf-Turnier. 12 gegen 12, Man Against Woman ist hier das das Motto. Und ja, in Leben gerufen von Doc Brighter, der das Team No Woman unterstützt sozusagen. Und das Team Woman wird von Nebelfuß unterstützt. Stattfinden tut das am 27. Oktober. Ihr könnt noch dran teilnehmen, soweit ich das weiß. Und es findet um 19 Uhr live auf Twitch eine Übertragung zu diesem Turnier statt. Also auch hier wechselt einfach ins World of Warships Forum, könnt hier den Link anklicken oder ihr geht eben auf unsere Facebook-Seite, guckt euch das hier an. Auch da haben wir wieder den Discord-Link für euch parat gestellt. Ich werde auch diese ganzen Informationen alle nochmal unter dieses YouTube-Video packen, was ihr gerade seht. Also von daher seid ihr dann da auch auf der sicheren Seite. Gut, und von den Turnieren kommen wir jetzt dann zu den Ingame-Inhalten, die jetzt seit kurzem verfügbar sind in World of Warships. Ihr habt die Möglichkeit, Royal Navy Container zu kaufen. Die Preise sind einigermaßen erschwinglich im Vergleich zu dem, was wir vorher gesehen haben. Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht übermäßig Werbung machen, ist eine rein informative Sache. Der Container hier mit 2,70 Euro ist definitiv günstiger als diese amerikanischen Container, die dann schon 4,99 Euro gekostet haben, ein einzelner. Von daher, das ist eine positive Entwicklung für uns als Spieler. Und dann ist die COSEX seit heute im Hafen, im Premium Store zu kaufen. Wer nicht abwarten kann oder weiß, dass er diese Guinness nicht erspielt, dazu gleich nochmal mehr. Kann sich die COSEC hier kaufen. Ein interessanter T8-DD, mehr kann ich dazu aktuell noch nicht sagen, ich habe mich noch nicht groß auseinandergesetzt damit, aber einer der Tribal-Class, soweit ich das noch parat habe im Kopf. Gut, also wie kommt ihr an die COSEC denn also wenn ihr die 35 Euro, 58 Euro, 72 Euro nicht ausgeben wollt, wie kommt ihr an die COSEC ran? Ganz einfach, ihr erfüllt immer die Direktiven. Wenn ihr die Direktiven alle erfüllt, dann kriegt ihr in einer Woche jeweils 4 Guinness. Und da dann 4 Aufgaben, also 4 mal 4 Direktiven gibt, habt ihr dann quasi 16 Guinness pro Update-Zyklus. Ja? Ihr habt 3 Update-Zyklus, wo jeweils diese Direktiven verfügbar sind. Also kommt ihr dann auf 48 Guinness im Optimalfall und müsst dann noch 2 Guinness nachkaufen, die doch recht preiswert sind. Ein Guinness kostet hier 89 Cent. Und jeder, der sich eingeloggt hat im Premium Store, erkennt dieses Angebot. Ihr könnt hier nämlich 10 Guinness für 89 Cent einmalig kaufen. Das bedeutet, ihr müsst eigentlich sogar nur 40 Guinness erarbeiten,
als sich 40 Direktiven abschließen und dann bekommt ihr, dann könnt ihr im Arsenal die COSEC für euch freischalten und die kommt auch da, glaube ich, mit einem Kapitän, wenn ich das richtig im Sinn habe, und zwar einem Dreierkapitän. Ist aber ein britisches Schiff, also ihr könnt auch jeden anderen britischen Kapitän auf dieses Schiff raufsetzen. Das mal nur als Hinweis, die 10 Guinness, das ist, da sind wir erst heute auf unserer Facebook-Seite durch jemanden drauf gestoßen. Wie hieß er gerade noch? Ich komme gerade nicht drauf, weil ich so um ein schlechtes Namensgedächtnis, tut mir leid. Markus Neukirch hatte uns darauf gestoßen, dass er doch im Store hier sehr günstig die Guinness, die ersten 10 sehr günstig zu kaufen, gibt. Gut, und dann kommen wir zum letzten Punkt der heutigen Flaschenpost. Und da geht es dann wieder, wie immer am Freitag, um Kampfaufträge, Rabatte am Wochenende und einen Ausblick auf die ganzen Geschichten, die ihr jetzt in den nächsten Tagen in World of Warships geschenkt bekommt, wenn ihr euch den nur täglich einloggt. Also, fangen wir oben an. Rabatt am Wochenende. Und zwar sind alle ökonomischen Signale bis einschließlich 24.09. für weniger Dublonen im Spiel zu kaufen. Das ist eine rein informative Geschichte, wie immer bei diesen Sachen. Ich will jetzt nicht sagen, ihr müsst jetzt kaufen oder irgendwas, nicht, dass mir das falsch ausgelegt wird, sondern es ist einfach nur nett gemeint, euch darauf hinzuweisen, weil wir hier so ein schönes Flaschenpostformat-Video haben, wo ihr alle Informationen auf einmal erhaltet. Ja, der nächste Punkt ist, bis zum 14. Oktober habt ihr die Möglichkeit, mit einem britischen Zerstörer 10 Siege zu erfahren. Und wenn ihr das geschafft habt, dann kriegt ihr den Aufnäher für die britischen Zerstörer. Also Aufnäher britischer Zerstörer ist dann freigeschaltet. Unternehmen, Zufallsgefecht, gewertet und Koop. Das heißt, wenn ihr Glück habt und so einen Auftrag erhaltet, ja, für um einen britischen Zerstörer frühzeitig freizuschalten, dann solltet ihr danach versuchen, 10 Gefechte zu gewinnen. Und das ist ja, wie gesagt, egal, ob ihr Koop fahrt oder sonst wo, und ihr habt den Aufnäher dann parat. Und weiterhin gilt immer noch, ja, dass ihr bis zum 28. September, also noch gut eine Woche, einfach nur mit euren T10-Schiffen ein Gefecht fahren müsst. Scheißegal, ob ihr gewinnt oder verliert, und ihr bekommt dafür jeweils einen Supercontainer. Das hat sich bei mir schon sehr, sehr gut gelohnt und hatte einiges an Free XP drin, einiges an Dublonen drin, etc. pp. Von daher kann ich euch das nur ans Herz legen. Ihr müsst einfach nur ein Gefecht fahren. Und dann habt ihr die ganze Geschichte zusammen. Soweit ich mich erinnere, sind hier sogar Koop-Gefechte möglich. Scheißegal, was ihr fahrt. Hauptsache T10. Wenn ihr jedes ausgeführt habt, bekommt ihr für jedes Schiff beim ersten Gefecht, nicht immer wieder jeden Tag, sondern beim ersten Gefecht überhaupt mit dem T10-Schiff vom 14. bis 28. September einen Supercontainer geschenkt. Und dann kommen wir zum letzten Abschnitt und das sind die Login-Bonusse für den 22. bis 30. September, die jetzt auf euch warten, indem ihr euch einloggt. Wenn ihr davon mehr haben wollt, dann erfüllt ihr tägliche Aufgaben, diese täglichen Aufträge. Das heißt, die gewisse Anzahl von Basis-XP erfahren, ich glaube 250 und so weiter, das steigert sich, könnt ihr dann in-game abrufen. Da gibt es dann immer nochmal diesen Bonus zum Login. Und so weiter und so weiter. Wir hatten über die täglichen Aufträge in den vergangenen Videos schon berichtet. Von daher sollte es euch einigermaßen geläufig sein, wie das jetzt gemeint ist. Und hier habt ihr dann nochmal einen Überblick. Also 4 Signale, Papa, Papa, 50.000 Creditpunkte, 1.000 Free XP. Für die reinen Login ist das schon tolle Sache. Gut. Und das war's schon mit der Zusammenfassung rund um World of Warships aus den letzten Tagen. Wenn es wieder dann Neuigkeiten gibt, könnt ihr euch darauf verlassen, ist das hier wieder bei der Flaschenpost zu sehen. Und ja, ich wünsche euch ein frohes Wochenende. Habt viel Spaß mit euren Containern oder mit der Royal Navy Woche, die jetzt ja angefangen hat, oder Monaten sozusagen, diesen britischen Bogen. Und ich freue mich auf euch im nächsten Video. Haut rein. Bis dahin, euer Secrets Team, euer Maracher. Ciao, ciao. Wobei, eine Sache fällt mir noch ein. Morgen am 22. gibt es keinen Livestream, sondern den werde ich am Sonntag im Laufe des Tages nachholen. Und dann werden wir live sein bei YouTube und bei Facebook. Sorry, jetzt aber tschüss, haut rein, macht euch eine bunte Zeit.